Was geht ab, meine Zuschauer? Und willkommen zu einer neuen Folge des Lord Vlog. Wir müssen tatsächlich eine Zeitreise machen, und zwar zu dem Tag gestern, denn da ist nämlich einiges nices Zeug passiert. Seht selbst. So, wir sind jetzt bei Kaufland und wir wollen mal einmal überprüfen, ob das wirklich geht, dass man quasi einen Booster zum halben Preis bekommt, wenn man ein abgelaufenes Lebensmittel findet und das an der Info abgibt. Kommt einfach mal mit. Egal rum, bitte. Einmal. Moin. Hab gehört, man kann einen Gutschein kriegen, wenn man was Abgelaufenes findet. Ja, aber ein, ne? Ein Gutschein. Ja, klar, das ist schon so ein Eingeschränkt. Vermutlich. Wir haben tatsächlich festgestellt, dass es geklappt hat. Und zwar haben Tim und ich beide hier einen Booster Paradox Rift jetzt mitgenommen. Meins ist allerdings ohne Gutschein. Wir wollen mal gucken, ob sich die 2,49 dann für das Booster für ihn gelohnt hat. Ich würde aber mal trotzdem sagen, ich mache zuerst auf, einfach um den Spannungsbogen noch ein bisschen höher zu halten. Gruppe, Volcanion. Das ist jetzt das vierte oder fünfte Mal, dass ich diese Abwehr ziehe. Immer aus Einzelboostern. Und Chongjian. Aber ey, hat sich definitiv gelohnt. Hm. Ja. Oh, mal gucken. Das 2,50 Euro Booster. Ah. Hey, auch Nein. Nicht schlecht. Also, passt ja. Wir sind jetzt hier gerade so ein bisschen am Tauschen gewesen. Ich habe dem guten Timbrion Bulk vertauscht für ungefähr 15 Euro. Und Leute, man kann auch bei Pokémon-Karten eigentlich ganz gut sparen für einen relativ kleinen Betrag. Magst du mal die Kamera festhalten? Stellt euch alle nochmal vor, wie ihr damals Kinder wart. Und stellt euch mal diese Sammlung mit euren Kinderaugen vor. Und dann vielen Dank an Tim für den Trade. Und wir werden jetzt in Vorbereitung meiner nächsten PSA-Submission etwas versuchen, was ich noch nie versucht habe. Also ich mache das auch nicht, weil ich zwei linke Finger habe, sondern Tim macht das. Ich hole schon mal meine Boxhandschuhe für den Fall, dass er es nicht richtig macht. Und zwar, vielleicht fragt ihr uns jetzt, seid ihr wahnsinnig, warum denn gerade diese Karte als erstes? Aber es ist für mich die logische Wahl, weil die ein recht schlechtes Grading hat im Vergleich zu allen anderen. Und weil das auch eine Karte ist, die, selbst wenn sie jetzt von PSA mit einer 1 zurückkommen würde, würde ich nie weggeben, weil ich sie halt geschenkt bekommen habe. An alle Leute, die sagen, Platin Case, das würde man so aufkriegen. Das ist nicht so gut. So. Da ist das Baby wieder. Sorry, der musste jetzt sein. Ja, das ging schon. Dafür ist mir diese Belly. Nicht, dass der hier Scherben frisst. Schön diese Karte einfach ist. Hey, wir haben wirklich die Lily Full Art Heil aus dem Case rausbekommen. Toi, 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 dass sie mit einer guten Bewertung von PSA wiederkommt. Muss auch nicht mal eine 10 werden. Die 9, wie bei PGS, wäre schon absoluter Hammer. Wir haben jetzt diese vier Karten hier oben aus ihren Grading Cases befreit und das ist meine zweite PSA Submission. Ich werde euch jetzt hier unten einmal den Wert einblenden, wie viel diese Karten alle zusammen raw wert sind. Also über 1000 Euro kommen wir da auf jeden Fall rüber, da bin ich mir ganz sicher. Das ist schon mega krass, wenn man bedenkt, dass halt einfach mal da 1000 Euro auf dem Tisch liegen. Ja, jetzt muss ich 4 Monate warten, bis ich diese Karten wiedersehe. Es ist Dienstag, ich bin in der berühmt-berüchtigten Mittagspause und ihr wisst es, was passiert, wenn ihr mich in diesem Setting seht. Wir haben einen Booster Paradox Rift, das Mittagspausen-Booster, das hatte eine lange Pause im Lord Block. Und wir gucken einfach mal, was das
so gönnt. Ist überhaupt was gönnt. So, ne Holo ist auf jeden Fall drin. So, Miltank. Reislaus, das Reis ausnimmt. Plusel. Zwiebs. Irgendein Panzer, das weiß ich nicht genau. Agilusa, der Loser. Technische Maschine, irgendwas. Golbat, das ist schon die erste Reverse. Castellit und... Ey! Ja, moin! Sandfell in Full Art. Sehr, sehr geil. Ja, da freue ich mich. Das ist doch nice. Leute, wir haben Donnerstag. Ich bin erst recht spät von der Arbeit wiedergekommen und... Überraschung, DHL hat richtig gearbeitet und dieses Paket wollen wir jetzt aufmachen. So, und hier könnt ihr sehen, was ich mir geholt habe. Wir haben einmal zwei englische Mopex-Boxen. Und das Besondere an diesen Boxen ist, dass die nur 16 Euro und ein paar zerquetschte gekostet haben. Da dachte ich mir, die nehme ich mir mal mit. Ebenso diesen Satz Tin-Boxen, die auch auf Englisch übrigens, den habe ich für, lasst mich lügen, für unter 50 Euro gekriegt. Das war richtig, richtig cool. Aber ich konnte es doch nicht lassen und habe mir obendrauf on top nochmal ein 18er Display bestellt von Silberne Sturmwinde. Also roundabout 150 Euro für die 6 Produkte zusammen. Ich denke, da habe ich doch einen guten Kauf gemacht. Und wie und wo ich das alles öffnen werde, das weiß ich noch nicht. Es ist Donnerstag, ich habe wieder Post bekommen und ich habe auch ein bisschen einen Kater heute. Ja, ja, dieser Witz wird nie langweilig, aber mein Umfeld hasst ihn, weil ich den andauernd mache. Aber Bailey ist gerade weniger wichtig. Ja, ich weiß, wenn er das verstanden hätte, würde ich jetzt eine Schelle von ihm kriegen. Aber dieses Paket da ist wichtig, da wollen wir jetzt mal reingucken. So, da haben wir es. Temporal Forces ist da. Für mich kommt das Set erst morgen raus, aber am Samstag soll bereits das erste Video zum neuen Set kommen mit dieser Top-Trainer-Box. Und ich bin schon wirklich sehr, sehr gehypt, weil ich nicht in letzter Zeit nicht wirklich die Zeit hatte, viele Openings davon zu gucken. Und ich bin mega gehypt. Das sind insgesamt 6 Videos oder 7 Videos, die ich jetzt damit aufnehmen werde. The Hype is real, Leute, wünscht mir Glück. Bailey wünscht mir auf jeden Fall Glück. Zunder, Energiekapsel aus der Zukunft, Riesenzahn, Enikoro, Führung des Entdeckers, sehr cool, jetzt weiß ich auch mal, wie die auf Deutsch heißt. Dann haben wir Flammiau und hey, wir haben ein Windewoge EX, sehr schön, mein erstes von dieser Sorte. Ziemlich off-cut, aber ey, was soll's. Und eine Blattenergie. Ja, sehr schön. Das heißt, wir haben schon 2 Cards auf. Und bin erst beim zweiten Booster. Kamaup. Nemilas Rucksack. Kaokto. Technische Maschine, Krisenhieb. Wir haben Cesurio als Baby Shiny. Die ist definitiv eine nice Karte. Leider keine von meinen One-Karten. Wir haben Gardevoir EX, Alter! Oh mein Gott! Damit habe ich nicht gerechnet. Gardevoir EX Altart. Ja, damit ist die ETB bezahlt, würde ich sagen. Ich weiß es nicht ganz genau, aber oh mein Gott, sieht diese Karte schön aus. Das ist eine meiner One-Karten, Leute. Finally, nach über 100 Boostern haben wir es geschafft, eine meiner One-Karten zu ziehen. Und noch ein Riesenzahn EX dahinter. Das heißt, wir hatten 3 Hits in einem Booster. Läuft! Endlich! Ich bin endlich erlöst, was das betrifft. Es ist Sonntag. Wir müssen ein bisschen leiser sein, denn Bailey schläft.
Und ich habe heute noch was gemacht, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Und zwar befinden sich in dieser Top-Trainer-Box eine ganze Menge Karten. Einiges an Holos, Commons, Uncommons und Reverse. Alter, dieses Foiling, es ist so der Hammer. Und mit diesen Karten werde ich mal wieder einen kleinen Bulk-Tausch durchführen. Das Ergebnis davon werdet ihr aber erst in der nächsten Folge sehen, weil es ist nämlich jetzt langsam mal an der Zeit, die Folge zu beenden. Und bis ich mich mit meinem Tauschpartner auf was geeinigt habe und die Karten angekommen sind, die ich bekommen werde, da ist diese Folge schon online. Wenn es euch also gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal für mehr kostenlosen Pokémon-Content. Wir sehen uns. Haut raus. Ciao.